Na, Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu mal wieder einem neuen Video hier. Ist ja was ganz Neues, dass der Red hier mal wieder Dinge aufnimmt. Helligkeitsanpassung. Da ist ein Logo. Ach, das ist ein Logo. Wow, ja, okay, das ist sehr dunkel. Ich möchte ein bisschen was sehen. Ist klar, ne? Kaum nimmt man einmal was auf, grölen draußen Leute rum. Das ist super. Ja, Hallöchen. Man sieht es jetzt gerade schon an dem sehr dunklen Logo und da. Also für euch, hier bin ich. Schön. Ich will jetzt gerade darüber zeigen. Stream-Angewohnheit. Ja, ich habe mich mal mit eingeblendet. Ein bisschen dunkel, ein bisschen schwarz-weiß im Hintergrund ist aber Sinn der Sache. Keine Sorge. Ich hoffe, das ist okay so. Ich wollte mich mal ein bisschen an Until Dawn versuchen. Das ist aktuell bei. Bei. Was? Steuerungsoption. Wähle deine bevorzugte Steuerungsmethode. Du kannst sie jederzeit im Einstellungsmenü ändern. Traditionelle Steuerung ist ganz super. Ganz super. Okay. Ist gerade bei PS Plus im Angebot für lau. Und ich dachte mir, hab ein bisschen was von gesehen. Und bläst gerade meine Ohren weg. Das ist super. Ja. Ich wollte mal ein bisschen reingucken. Ich weiß noch nicht, ob das geil wird. Hi. Du bist laut. Ich mache mal mein Headset gerade ein bisschen leiser. Wow. Rest in Peace, Headphone-Users. Ich habe ein bisschen was von gesehen, wollte ich sagen. Und ich habe aber keine Ahnung von irgendwas und dachte mir, das ist ja immer das Unterhaltsamste anscheinend für euch und Horror sowieso. Und deswegen muss ja auch die Cam rein, weil ihr wollt ja sehen, wie ich leide. Ich bin ein bisschen arg dunkel, ne? Ist okay, aber hoffe ich. Komm, wir machen mal eben hier. On the fly, warte, ich mache das mal eben ein bisschen. Nein, das ist falsch. Aber ich arbeite mal eben kurz daran. Wir machen das mal ein bisschen. Bisschen. So. Machen wir so, okay? So, ich sitze hier auch in einer abgedunkelten Hütte. Wollte ich nur eben gesagt haben, ne? Also hier ist Schottenduster bei mir. Das sieht man vielleicht auch. Ich habe wirklich nicht viel Licht an. Aber die Atmo soll ja auch rüberkommen. So, ich hoffe, ich verdecke da gleich keine Anzeigen. Wenn ja, ich schalte mich mal zwischendurch dann kurz weg oder schiebe mich durch die Gegend. Wir gucken mal einfach. Die Gesichter sehen scheiße gut aus. Generell sah das optisch sehr reizvoll aus, das Spiel. Insofern, wir gucken mal einfach. Neue Geschichte, Status und gesammeltes Bonusinhalt, Einstellungen, weiß ich nicht. Guck mal einmal ganz kurz da rein. Steuerungsoptionen, Helligkeit, Audio. Ja, zeig ich mal kurz. Dialoge möchte ich im Zweifelsfall am lautesten haben. So, so. Machen wir das mal so. Wird schon passen. Untertitel. Tatsächlich, weil ich das in Videos, glaube ich, ganz gerne mag. Das ist immer für euch ganz hilfreich. Ich mache den mal rein. Was heißt ein Originaldialog? Sprich, was? Spiele mit dem englischen Originaldialog? Nö, komm, die meisten von euch sprechen Deutsch. Zwar auch sehr gut Englisch, denke ich. Weiß ich nicht. Also ich schon, aber ich mach mal, lass das mal aus. Seitenleistentext. Schalte den Overlay-Text für beschriebenen Text im Spiel ein oder aus. Was ist das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Y-Achse umkehren. Ja. 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 Glaube ich. Ja. Weiß ich nicht. Ist schön. Okay. Zurück. Ja, so, dann machen wir mal einfach. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß da auch nicht. Der Schmetterlingseffekt. Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurrikan führen. Verdammte Schmetterlinge. Ich habe diesen inneren Drang gerade schon mal vorsichtshalber so 10 Meter vom Bildschirm wegzurücken hier. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Boah, warten wir es ab, ne? Deine Handlung formt den Verlauf der Geschichte. Es bleibt noch abzuwarten. Ist hübsch gemacht. Gefällt mir optisch gerade. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Ich will im Lotto gewinnen und Rockstar werden. Geht das? Wähle deine Handlung mit Bedacht. Nee, ich mache das einfach so aus dem Bauch heraus. Habe ich bei Mass Effect auch gedacht und dann 20 Minuten Bonusfolge aufgenommen wegen moralischen Komplikationen. Lassen wir das einfach. Wer es gesehen hat, weiß, was ich meine. Ja, dann gucken wir mal, was das wird. So, ich mache mir hier mal gemütlich eben, ne? Man hört mal eben kurz meinen knatschenden Stuhl. Habt ihr lange nicht mehr gehabt. Schön. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Wird gut werden, glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Wenn das ganz furchtbar wird, dann haue ich die Aufnahme hinter den Tonnen und ihr seht es eh nicht. Haha, voll gut. Weiß ich nicht. Vielleicht versuche ich es einfach mal eine Stunde und wenn ich dann sage, Luft ist raus, dann haue ich das einfach raus. Ich weiß nicht. Guck mal einfach.
Oh mein Gott. Du das wirklich getan hast? Ja, ehrlich. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ich hör mal kurz zu. Sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Hannah hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt. Teenie-Drama, verstehe. Na, aber sicher doch, Darling. Wird man aber mitten reingeworfen, ne? Keine Story davor oder so. Hannah! Spiele ich die jetzt? Oh, sie ist hier! Sch, sch. Mike. Boah, alle wie kleine Kinder. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Das wird nicht nett werden, oder? Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Hm. Josh. Oh, ah, oh. Kann ich spielen? Jetzt liegen da alle rum. Okay. Ich gehe mal ein bisschen rum. Irgendwie ist die Kamera jetzt doch doof. Moment, ich glaube, ich stelle mir die mal eben. So viel dazu. Der Red macht immer alles invertiert und dann findet er es hinterher doof. Das ist ja super. Einstellung. Ja, beim Zielen möchte ich, glaube ich, schon haben, oder? Interaktion umgekehrt. Okay, ja. Da möchte ich es nicht haben und ich bin komisch bei sowas. Ich weiß. Entschuldigung. Ja, mach mal das auch erst nochmal weg, komm. So, kann ich weitermachen? Ah, das... Da blinken Sachen. Kann ich damit interagieren? Kann man irgendwie umschalten oder so? Ich guck mal einfach jetzt. Ich habe ja keine Ahnung. Die Klamotten sehen geil aus. Also, optisch schönes Ding. Ich werde mir so in die Hose machen zwischendurch wahrscheinlich. Gibt das hier Jumpscares? Ich hasse Jumpscares. Wer Resident Evil geguckt hat, weiß, noch schlimmer als Jumpscares sind höchstens Haie. Huch. Ah, Kameraschwenks. Lieb ich ja, damit man sich auch bloß nicht zurechtfindet. Tutorial. Benutze den rechten Stick zum Umsehen. Schimmernde Objekte können untersucht werden. Ja, da vorne schimmert was. Da. Huch, da auch. Achso, da. Halte R2 gedrückt, um die Flasche zu nehmen. Halte R2 gedrückt und benutze den rechten Stick, um Objekte zu untersuchen. Ah. Jeremiah Craig. Okay. Ach, das ist schon alles jetzt. Ja. Shit, Josh. Ach, wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Ach, ist sie jetzt ernsthaft stolz auf ihn? Okay. Ja, das Teenie-Party. Verstehe. Was haben wir da? Ich habe ja zwei gedrückt. Hannah, you look so... Was? Hannah, du siehst in den Shirts so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm, um 2 Uhr ins Gästezimmer. Mike, XXX. Ach, was ist billig. Mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Mhm. Oh Gott. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Echt jetzt? Oh, ja, ja. Das ist so billig. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Mein dummer Streich. Oh Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Das fängt so billig an. Das kann ja nur noch gut werden. Okay, was? Ich weck den mal. Josh! Ich weiß nicht. Josh. Ist das eine gute Idee? Fuck.
Ja. Leute, fuck, wir zwei treffen. Was zum... Hannah! Was wird das? Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Vermutlich. Oh, ja. Oh, sowas hasse ich ja. 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 Was muss ich machen? Nee, sicher. Ich will nicht sterben. Man weiß ja nicht. Kann man hier schnell sterben? Weiß ich gar nicht. Bleibt die dann tot? Wir können gerne Leute sterben lassen, die doof sind. Würde ich nie tun, natürlich. Okay. Mein Gott, ist die rumstellen. Fußspuren folgen. Macht mehr Sinn. Geräusch im Wald bei der Witterung. Oh. Hi. Scheiße. Fuck. Shit. Okay. Verdammt, Hannah. Wo steckst du? Tja, du bist hier. Was benutzt das Touchpad wie dargestellt? Ah, oh, schön gemacht. Sowas mag ich. Hannah! Ach, das ist die Taschenlampe. Ja, genau. Sie sitzt in den Bäumen. Leuchte mal nach oben. Also ein bisschen schwierig. Okay. Na gut, wir suchen mal ein bisschen herum. Okay, der war noch billig. Halt L1 gedrückt, um schneller zu gehen, okay. Achso, L1, ja. Das ist ein gigantischer Unterschied. Hallo? Das ist nicht Hallo? Laufen, das ist energisches Laufen. Oh, was ist da? Was ist das? Ein... weiß ich nicht. Oh, das ist ein bisschen blöd, ne? Jetzt stand da oben was und die Cam ist da drüber. Warte mal, mach mal eine Kleinigkeit. Pass auf, schieb mal. Schiebe mich mal eben durch die Gegend, ja? Wusch! Ich glaube, da unten störe ich gerade erstmal nicht. Ich hoffe, das ist okay so. So. Müssen wir einfach mal gucken. Wenn das gar nicht passt, sonst nehme ich sie vielleicht auch raus. Ich dachte mir nur, gerade bei sowas. Was passiert da vorne? Jetzt wollen ja mal alle gerne die Reaktion sehen. Genau, mal ein bisschen darüber. Ja, leuchtende Bäume. Super, was zur Hölle passiert da? Hannah! Hannah! Oh, hi! Da ist sie ja. Hallo. Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Ist vermutlich richtig, ja, ja. Hannah? Dinge passieren. Hannah! Hey. Tschüss, Telefon. Na, seid ihr jetzt an den Abgrund? Ja, fein. Nein! Natürlich. Muss ich jetzt irgendwas dramatisch drücken? Ach, mein Gott, wie schnell die alle sterben. Festhalten! Wie denn? Festhalten! Wie denn? Was? Zur Hölle. Was? Na, was? Nein! Nein! Ist doch alles scheiße.
Oh, das tut weh. Aua. Man, ich bin damit gerade so unzufrieden. Pass auf, ich schieb mich mal hier oben hin, so, und ich hoffe, dass ich so verdecke ich hoffentlich keine... Hoffentlich keine Anzeigen. Bevor wir beginnen, hoffen wir mal, dass es geht. Sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Okay. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Mhm. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Okay. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Naja. Manchmal. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Ich finde ihn gerade ein bisschen gruselig. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass okay. du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Ich finde ihn ein bisschen gruselig gerade. Nein, natürlich haben wir einen Handschuh an. Ja, eine Vogelscheuche, Feld. Vogelscheuchen finde ich so semi-creepy, ich weiß nicht. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Das ist eine Farm, ist doch schön. Ah, das ist gut. Ach so, prima. Auf welche cool. Weise hat es dich glücklich gemacht? Ja, ich finde es friedlich, ne? Sonnenschein sehe ich da jetzt nicht so krass drauf. War das nicht so gut? Ach so. Sehr interessant. Wärst du glücklich damit, okay. eine Woche hier zu bleiben? Ganz allein für dich? Ja, ich mag Natur. Mag man nicht glauben bei mir, Technik-Junkie, aber ja. Und was, wenn ich dir sage, dass es in der Hütte spukt? Ja, ne? Wäre mir egal. Eine vernünftige Reaktion. Aber jeder hat Angst vor irgendetwas. Ich will unbedingt herausfinden, was dir Angst macht. Aber leider ist die Zeit um. Das ist mal eine kurze Sitzung. Das untersuchen wir dann in der nächsten Sitzung, okay? Okay. Habe ich jetzt eh nicht die Wahl, oder? Nee. Na gut, machen wir das. Ich finde ihn ein bisschen arg creepy. Ich finde ihn ein bisschen arg sehr creepy, ja. Oh, jetzt geht's los. Okay, es geht los. Kinders, es geht los. Okay. Oh, schön. Ich blende mich mal kurz aus, okay? Ich bin gleich wieder da. Keine Sorge. Bis gleich. Echt schön gemacht. Well,
Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Okay. Verbrechen gab. Nein, ich bin mal wieder da, ja? Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts hin. Behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Ist nicht gut. Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Alles nicht Etwas gut. An diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorne. Okay. Ja, so gehen meine Aufnahmen auch immer. Das ist super. Na, so drei Anläufe, bis Freunde es passt. Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen, nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah! Ja, es wird großartig. Alle werden sterben, aber es wird großartig. Sie werden großartig sterben. Achso, oh, es geht weiter. Schön. Toll. Ich bleib jetzt einfach hier. Das ist ein schöner Soundtrack. Freue ich mich jetzt schon auf die ganzen Copyright-Hinweise, die ich auf YouTube kriegen werde. Es wird sehr schön werden. Es wird sehr schön. Ist im Übrigen jetzt schon aufgefallen? Also sagt mir mal eure Meinung dazu, aber kommt es mir nur so vor oder klingen einfach alle, als würde man nur mit denen telefonieren? Erstens Freundschaft. 10 Stunden bis zum Morgen. Okay. Naja, der Name Until Dawn wird schon nicht ohne Grund da sein. Oh, hi. Mein Gott, wie einfach alles so auf Horror aufs gemacht ist. Gewissenhaft, umsichtig, abenteuerlustig. Das ist total doof, ne? Ständig, warte mal, ich mach mich nochmal kurz weg. So, gewissenhaft. Sam, Hannas beste Freundin. Umsichtig, abenteuerlustig. Das ist eigentlich doof, ne? Ich würde ja gerne die Cam drin lassen, aber... Warte mal. Weißt du, warte, wir machen jetzt eine Kleinigkeit. Ich schrumpfe mal ein bisschen zusammen. Wupp, und pack mir hier oben in die Ecke. So, und wenn das jetzt nicht passt, dann ist mir das auch egal. Dann mache ich sie danach aus. Ich spiele das gerade zum ersten Mal, ne? Nehmt es mir nicht übel. Ich kann halt nicht wissen, wie die Anzeigen hier sein werden. Das war jetzt so auf Verdacht. Dachte ich, mir wird schon passen, aber naja. So, weiter. Gucken wir einfach. Wenn es halt gar nicht geht, mache ich die Cam gleich Hallo? Aus. Hallo? Ist jemand hier? Ja, hi. Die klingt auch was, als wenn sie übers Telefon mit uns reden würde. Eine ganz komische Audioqualität, finde ich. Die Stimmen. Nur die Stimmen. Der Sound ist ja super, aber die Stimmen klingen ganz komisch hier. Oder soll dazu? Nicht laufen? Jetzt habe ich den Zweck benutzt, die Kamera zu bewegen. Ja, das wissen wir doch schon.
Krieg ich jetzt jedes Mal ein Tutorial? Ich habe Angst, da kommt bestimmt gleich was. Ja, da haben wir doch was. Oh, was? Oh. The gates busted. Was? Das Tor ist kaputt, klettere drüber. Ja, klar, ist ja auch super. Macht ja auch sonst nichts Spannendes. Oh, Scheiße, lassen wir's. Okay. Gehen wir mal da lang. Diese Kamera, ne? Kamera ist ein bisschen zickig irgendwie. Nein, wir gehen da sicher hoch, hallo? Wir wollen nicht die Haxen brechen, bevor das losgeht. Oh, ah, oh. Nein, nein, falsch. Wenigstens sterbe ich hier nicht direkt. Okay, nochmal. Entschuldigung. Ist es immer das Gleiche? Immer etwas. Klettern? Springen, als wenn die da hochkommen würde. Wenn die sich jetzt schon so anstellt. Jetzt kannst du springen, oder? Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir beobachtet werden. Das ist voll hübsch, echt. Oh. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Hä? Ja, ich bewege mich nicht. Echt süß. Oh, toll. Das ist wirklich süß. Hat die immer Haselnüsse dabei? Voll toll. Wenn du unsicher bist, was du als nächstes tun sollst, kannst du dein aktuelles Ziel durch die Rücken von R1 ansehen. Machen wir das nochmal eben ganz kurz. Ich habe noch nicht reingeguckt. Schmetterlingshilfe, Charakterinfo, Zwillinge, was. Aktuelles Ziel, geh zur Seilbahnstation. Was, Sam, Eigenschaften, ehrlich, hilfsbereit, witzig, tapfer, romantisch, neugierig. Romantisch. Beziehungsstatus, Ashley, Chris, Emily, Jess, Josh, Matt und Mike. Das hält sich alles noch sehr in Grinsen. Oh, Hinweis, nichts gefunden. 1952, nichts gefunden. Aha. Der Unbekannte, nichts gefunden. Aber wir wissen ja unglaublich viel. Was? Totem-Prophezeiung. Ach, das war das. Von Beth auf dem Berg gefunden. Aha. Geht hier nichts an? Rat mit buschigen Schwanz. Nee. So, also wer drauf gucken will, tut das. Ich guck da gar nicht hin. Ich will das alles gar nicht wissen. Das spoilert bestimmt ganz viel. So, zurück. Ja. Mann. Ein bisschen flotter gehen. Ja. Ist ein bisschen schwammig, die Steuerung. Kommt mir zumindest so vor. Kann ich das lesen? Cool. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiung. Stell mir die einzelnen, die in Bergen lebten, glaubten Schmetterlinge, brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten in Todesträumen voraus. Gemütlich. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfenden und wegweisenden Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Okay. Da liegt doch schon wieder so ein Totem, ne? Hab ich doch richtig gesehen. Während du dich umsiehst, kannst du Totem-Artefakte entdecken. Wenn du ein Totem aufhebst und umdrehst, siehst du einen farbigen Schmetterling und eine Vorahnung einer möglichen Zukunft. Okay. Gelb war eine Warnung? Führungstotem. Aha. Die Zukunft ist ungewiss. Ob die Prophezeiung wahr wird, hängt von deiner Entscheidung ab. Ja, schön. Okay, jederzeit L, um deine, R1, um deine Totem-Sammlung anzusehen. Ja, nee, passt ja gerade. So, bin ich hier richtig? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich guck mal eben ein bisschen rum. Hallo. Boah. Diese Geräusche hier von der Natur, schön. Ich mal eben da dran.
The past is irgendwas. Was war da? Wow, Graffiti, so weit hier oben. Oh, ja, red ruhig lauter, dann hört dich jeder. Das ist super. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Ja, das ist wohl so. Okay. Guckt sie dahin, weil da was Spannendes ist oder weil ich die Kamera so gedreht habe? Mein Rucksack. Ist schon jemand hier? Chris? Bist du hier? Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Ja, im Rucksack. Hallo? Genau. Was? Nein. Wir schnüffeln nicht. Das ist böse. Lieber nicht in den Sachen von Chris. Oh. Oh, okay. Das hat was bewirkt. Aha. Sam, hey, du bist hier. Hallo. Aha, Chris ist verknallt in Ashley. Methodisch, beschützerisch und humorvoll, okay. Oh, also, ich habe da was Cooles gefunden. Was? Ist das so? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Oh, wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Na gut. Dann folge ich mal unauffällig. Was ist das hier? Mal gucken. Hinweis entdeckt. Steckbrief. Aha. Was? Gesucht. Milgram. Victor. Geschlecht. Männlich. Größe 188. Letzte bekannte Adresse. Blackwood Pines. Was? Komm schon. Hier kommt fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Ja, lass mich doch mal eben lesen hier, Mann. Zuletzt gesehen, 18.03.1998. Wann spielt das hier? Weiß ich gerade gar nicht. Gesucht nach Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung erst gerade sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood. Police Monte Provinciale de Blackwood, was auch immer. Komischer Akzent. Juli 98, okay. Hängt das schon länger da? Sammle Hinweise, um die Geschehnisse, was, um die Geheimnisse zu lüften. Ja, ja. Keine Ahnung. War zu schnell weg, ist egal. Wir lüften alles hier. So. Tada! Ziemlich krass, oder? Ich wollte mich noch umgucken. Ja. Oh, okay. Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay. Mhm. Los geht's. Da bin ich jetzt aber auch nicht so ein Fan von. Naja. Okay. Schießen kann ich anscheinend. Was, wo? Ach da. Mhm. Wow. Ist ja spannend. Guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht. Fremdschämen. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Denkt nicht mal dran. Denkt nicht mal dran. Was meint ihr doch nicht ernst, dass ich aufs Eichhörnchen schießen kann? Ihr habt doch einen Knall. Ich will gerade gar nicht schießen, wenn ich einfach warte. Wenn ich schieße, dann verscheuche ich das doch. Hey, Pistolenmann, hast du vor, irgendwann mal abzudrücken? Nein, das ist ein Eichhörnchen. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Oh, warte, ich hab aber es geht. Ah. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Kann ich das Eichhörnchen hier verschrecken? Hallo? Schmetterlingseffektaktualisierung. Ich hänge immer über irgendwelchen Anzeigen. Ist doch doof so. Ach, jetzt spiele ich ihn. Okay. Ist hier noch was? Kann ich mir ja mal umgucken? Sieht man da was? Ist hier irgendwo? Ich guck mal kurz. Bin nur neugierig. Das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt in
dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Gut, dass ich die Untertitel an habe, ist teilweise echt leise, ne? Gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre einfach. So. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Was wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Ja. Das ist in der Tat gruselig. So. Einmal da rein, ja. Ladies first. Ist alles schon ein bisschen cringy, oder? Ein bisschen. Kann ich hier was machen? Cooles Snowboard. Schade. Okay, Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert mal, das noch? Ist ein großer Berg. Ja. Gutes Argument. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Pipi, die einfach konstant weiterreden. Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Mhm. Blackpool Pines, Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Ah, ja. Ich glaube, die Bahn kommt, oder? Moment, ich will mal eben noch gucken. Was ist das Bad? Das ist creepy. Kann man da näher ran? Er zeigt es nur die Seilbahnstation. Da war gerade ein Badezimmer zu sehen, oder? Ich habe doch keinen Schaden. Ich habe voll Angst, dass gleich noch eine Fratze auftaucht oder so. Okay, gehen wir da mal eben weg. Kann man hier irgendwas noch? Gibt's ja was? Ich guck mal eben kurz ein bisschen rum. Nö. Schrank oder so dran? Ja, richte deine Brille, genau. Händchen sind auch kalt, ist nicht schlimm. Guck mal, wir sind schon da. Endlich. Hallo. Kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber. Okay. Mein Gott, die guckt aber auch erwartungsvoll. Achso, ja, ja, einsteigen, danke. Wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja! Auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Mir Sorgen gemacht. Nein, nein, es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Also sie finde ich normal irgendwie. Genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass so kann man's auch nennen, ja. Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat. Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Ja, genau. Ne? Haben wir das gelernt. Schön. Was ein absurdes Beispiel. Aber okay, haben wir gelernt. Schön. Ich glaube, dieses Spiel wird sich ein bisschen arg Zeit lassen für alles, oder? Das kommt mir gerade sehr so vor. Vielleicht irre ich mich da aber auch. Das stellen wir bald fest, glaube ich. Die sieht aus wie ein Wachspüppchen. Was so, Jess, Mikes neue Freundin, okay.
selbstsicher, gutgläubig und respektlos. Irgendwie vom Look her war mir das jetzt schon fast klar. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, Vorurteile sind ganz furchtbar. Entschuldigung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute. Zeit, sie zu begrüßen. Ich glaube, die wird sich noch sehr aufspielen, oder? Das wirkt jetzt schon so. Hallo, neue Leute. Ich marschiere mal rüber. Oh, was war das denn? Jess, hey. Jessica, hierher. Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ja. Achso, das war schon alles. Riesenaktion. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, idiot, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey! Ja. Was ist denn das? Chris! Meine Güte! Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Gib das her, du Trottel! Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ach, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute Nase stecken. Ja, das mache ich auch nie. Prinzipiell. Ja. Komm schon, Jess, uns kannst du es sagen. Okay. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Mhm. Sam. Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Wenn die sich jedes Jahr da treffen, sollte sie den Ausblick nicht kennen. An der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Nein, das wird zu einfach. Hi, Emily. Mikes Ex. Intelligent, einfallsreich, überzeugend. Okay. Wer ist der andere? So manisch. Das ist also Matt. Okay, der ist motiviert, ehrgeizig und sportlich. Das merkt man irgendwie auch direkt. Klamotten waren und so. Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Oh, die mag ich ja jetzt schon. Ja, und den hast du ja anscheinend in uns gefunden. Ja, ich gehe mal hinterher. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Ist das so? Was glaubst du? Wow, Scheiße! Oh, den mag ich ja schon total. Mike ist Emilys Ex. Intelligent, engagiert, überzeugend. Ja, ob der so intelligent ist, weiß ich gerade jetzt schon nicht, aber okay. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte ja fast deine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Ja. Bin mal nett. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an. Ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm. Und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Meh. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut. Ja, bitte. Wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Was macht der denn jetzt rein die ganze Zeit? Voll der Komische. Die sind alle voll komisch. Bin ich denn hier? Was spiele ich hier? Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Ja.
Okay. Was auch immer die Lady sagt. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Schätzchen, sag mal, haben die alle einen Knall? Wo bin ich denn hier? In der Fremdschämen-Party oder was? Da kann ich ja gleich Big Brother spielen. Was zur Hölle? Wer bin ich jetzt? Was mach ich jetzt? Ich bin verwirrt. Sieht hübsch aus, hat einen hohen Fremdschämen-Faktor. Boah. Was sind denn das für Leute, ey? Er steht verkrallt in Chris. Okay. Fleißig, neugierig und offen. Das ist doch schön. Also ich glaube, dass es schön ist. Weiß ich nicht. Na, wer hängt da gleich vor der Kamera? Wow, oh. Hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Mhm. Komm, 3, 2, 1 springt an. Ah! Oh Gott! Kamera? Hey, wow. Tut mir leid. Tut mir leid, Ash. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, Matt? Ja, also Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Irgendwas Spannendes zu sehen. Lass mich mal ran. Ja, ja, klar. Klar, wenn du willst, ziehst du rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Zu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Merde. Überdramatisch, Fremdschämen und fehlt noch was? Das sind alles ganz komische Leute hier, ey. Oh, hi. Du wieder? Buch lesen oder aufs Handy schauen? Das blinkt ja da rum, oder? Buch lesen? Ach komm, Buch lesen. Tun wir mal so smart. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Oh Gott. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Wehr dich, Kind. Ich habe keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Oh. Au! Gib ihm einen, Lass. Jawohl. Das ist so Füße. Das war's. Wo versteckst du dich, kleines Vögel? Gott, diese Musik auch noch dabei. Hilfe. Oh, wow. Da, aufs Maul. Hey! Oh, oh. Nix da. Nicht im Vogel treffen. Hallo, komm schon. Hey, Mike! So, oh, der war knapp. Okay, jetzt okay. Hast du mich. Schon gut, okay. Nicht den Vogel abwerfen. Ich meine, es ist am besten einfach nichts zu tun. Ja, das hatten wir ja schon gerade. Nein, 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 nein. Das ist ja voll fies, dass man sowas überhaupt kann. Ach, der war knapp. Oh, wow. So geht das. Ich finde dich, Jess. Und dann was? Wow. Es reicht. Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Oh, Endstation. Gott. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady?
Nix da, Schneeball. Das ist mir so cringy. Komm mal mit bei der Romantik. Okay. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja. Aber du musst noch warten. Bis später. Wir sollten zur Lodge gehen. Mhm. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Mhm. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange. Vorausgesetzt, ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? Ja, für den Rest ist es zu kalt. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Richtig. Es ist schon alles ein bisschen arg viel Fremdschämen gerade für mich. Ich weiß ja nicht, ob ich da durchspielen will. Das ist ja schlimm. Also, technisch cool. Aber wer hat denn diese Charaktere geschrieben? Ach Gott, oh, jetzt kommt der wieder. Der creepy Dude hier. Und wie fühlen wir uns jetzt? Na, hi. Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. If you know what I mean. Entschuldigung. Ja, klar. Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Ach so. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Männer machen nicht nervös. Frauen machen nicht nervös. Nichts von beiden. Ich stehe auf Kerle. Aber Frauen machen mich deswegen doch nicht nervös. Keine Ahnung. Ich will irgendwas. Ach, das muss man wählen? Ach so, umblättern. Flugzeuge machen mir Angst, Gedränge macht mir Angst. Jetzt aktuell ist es nur noch ein paar Wochen bis zu Gamescom und ich kann es nicht erwarten, also müssen es dann wohl leider die Flugzeuge sein. Was keinen Sinn ergibt, aber. Komische Wahl. Ich fürchte mich vor Höhen, ich fürchte mich vorm Ertrinken. Ja, ich mag keine Haie, dann wohl eher das. Das Spiel wird mir jetzt schon nicht auf dem Berg irgendwelche Haie präsentieren. Das fühle ich mich einigermaßen safe. Schlangen machen mir Angst, Ratten machen mir Angst. Nein, Ratten sind voll toll. Schlangen auch, aber ich würde mir eher eine Ratte kaufen als eine Schlange. Ach, schon fertig? Oh. Ach so, nee, kommt noch was. Waffen sind beängstigend, Messer sind beängstigend. Nein, das sind definitiv Waffen. Entschuldigung, aber Schusswaffen, nein. Schlangen machen mir Angst, Kakerlaken machen mir Angst. Kakerlaken sind auch nur Insekten, oder? Das ist eine doofe Wahl. Ah, er schreibt völlig mit, okay. Ja, ich bleib da oben. Clowns machen mir Angst. Vogelscheuchen machen mir Angst. Ja, das ist bei den Bildern gerade eher der Clown, aber eigentlich keins von beiden. Blut ekelt mich an. Krähen sind beängstigend. Weder das eine noch das andere, aber dann wohl eher Blut. Viel Blut heißt, da ist Kacke passiert. Da laufe ich eher weg, als wenn eine Krähe da ist. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Geht so? Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Was ist denn das für ein Kerl, ey? Geht niemals zu diesen Therapeuten. Etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Kann ich auch einfach weiterblättern, wenn die Wahl bescheuert ist? Schlangen machen mir Angst, Spinnen sind gruselig. Spinnen. Blättern. Voll nicht. Ist egal, machen wir Nadeln, ja. Möchtest du gleich wieder auf den Tisch schauen oder warum guckst du so? Zombies machen mir Angst. Ja, ja, Zombies, klar. Die sind unrealistisch. Clowns gibt's wenigstens. So, weiter. Nein, Wölfe sind voll toll. Dann eher Nadeln. Macht beides gar keinen Sinn. Ja, Nadeln. Stürme sind super. Ich mag Gewitter. Da sehe ich Blitze. Das ist doch fantastisch. Das ist sehr interessant. Achso, fertig? Oh. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Spinnen.
Der wird uns doch gleich umbringen, oder? Nadeln. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Hilfe? Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Okay. Der macht mir ein bisschen Angst. Er sieht jedes Mal so aus, als wenn er dir gleich den Hals umdreht und dann dein Gehirn in einer kleinen Pfanne mit ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln zubereiten möchte. Er hat so einen großen Hannibal Lecter-Faktor irgendwie. Hilfe. Was bisher geschah bei Until Dawn? Moment, dafür gehe ich kurz. So, warte, ich gehe kurz. Bis gleich. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Nein! Shit! Ah! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Ja. Okay, das ist Josh. Moment. So, jetzt, er ist kompliziert, nachdenklich und liebevoll. Genau, das ist, also er ist quasi ich. Das ist ja super. So, Moment. Ich blende mich mal eben kurz wieder ein. Hallo. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich sehe gerade auf meiner Anzeige hier, dass ich jetzt für eine knappe Stunde am Aufnehmen bin. Ich mache jetzt mal das, was ich am Anfang kurz sagte. Ich werde es jetzt hier einfach mal beenden. Das ist einfach nur der Anfang. Irgendwie ist es interessant, gleichzeitig finde ich die Leute ein bisschen so, weiß ich nicht, die sind alle, irgendwie haben die alle einen Waffel und ist auch ein bisschen komisch geschauspielert, sag ich jetzt mal. Sagt mir, ob ihr da mehr von sehen wollt. Wenn ja, mache ich mehr, wenn nein, lasse ich es dabei, einfach mal einen reingucken. Ich finde, es sieht echt sauschön aus. Ich würde schon auch gerne mehr davon wissen, vielleicht mache ich das auch mal irgendwann dann, sonst mal irgendwann mal im Stream, aber das kann noch lange dauern, ich habe genug zu tun momentan dafür. Ich würde es eigentlich gerne nur so aufnehmen, einfach weil ich das hier so ein bisschen alleine auf mich wirken lassen möchte. So allein im Dunkeln, wenn jetzt nicht mal per Chat jemand dabei ist, kommt Horror einfach immer anders, glaubt mir. Wie gesagt, ich mache es von euch mal abhängig. Wenn ihr mehr sehen wollt, ja. Wenn nein, dann nein. Ist egal, dann lassen wir das jetzt bei einer Stunde. Ist auch okay. Und in dem Sinne... So, Moment, kann ich mal... Komm schon, du warst so... Ja, Moment. So, ich will ja mal raus. Kann man eigentlich auch hier wieder ins Menü... Gibt's sowas? Ich guck mal gerade. Auf Schaden zurücksetzen? Nö, gibt's gar nicht. Das ist ja super. Das ist ja ganz fantastisch. Okay. Ja gut, dann lasse ich den jetzt einfach hier doof durch die Gegend gucken. Ist mir auch egal. Ich mache erstmal Feierabend. Wie gesagt, meine Lieben. Sagt mir, ob ihr mehr sehen wollt. Wenn ja, sehr gerne. Ansonsten ist egal. Dann habe ich mal versucht. Habe ich mal eine Stunde hier kurz reingeguckt. Wie gesagt, ich finde, es hat was. Ich bin nicht so ein Riesenverein von diesem ganzen Quicktime-Zeug. Aber ich würde es mir schon geben. Vielleicht zocke ich das uns irgendwann mal privat oder sowas auch. Ist mir egal. Ich mache es von euch abhängig, ne? Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, sagt mir Bescheid. Ansonsten danke ich einfach auf jeden Fall aber so oder so fürs Reinschauen natürlich. Und ja, mal gucken. Dann gibt es demnächst was anderes mal irgendwann wieder oder sowas. Wir schauen mal einfach. So, ich bin jetzt aber raus. Will nicht länger rumquatschen. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht gibt es dann mehr eure Sache. Und dann sage ich einfach mal bis dann. Tschüss.